Hallo liebe Schlagzeuger, hier ist Matthias von Time to Groove aus Görlitz und heute erzähle ich euch auch ein wichtiges Kapitel hier am Schlagzeug und zwar das Einzielen für die Band. Viel Spaß im Video. Ja, wie schon gesagt im Vorspann, es geht heute um das sogenannte Einzielen. Bei den Aufgaben des Schlagzeugers habt ihr vielleicht schon irgendwo gehört, vielleicht auch von mir in einem Video, ist es ja auch sehr wichtig, der Band zu sagen, wann geht die Mucke los und wie schnell ist das Ganze. Und da es ja keinen Dirigenten gibt, macht das der Schlagzeuger. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, nur erzählt er mal irgendwie vorher ein. Habe ich in den letzten Videos hier auch schon gemacht, irgendwie eingezählt. Ab heute wollen wir das Einzählen definieren. Ja? Das heißt, ihr müsst euch also vorher überlegen, wie schnell will ich denn das Lied spielen. Oder ihr checkt das vorher an einem Metronom und müsst eventuell jetzt sagen, wann es losgeht. Jetzt stellt euch vor, jetzt kann man natürlich machen, ich zähle einen Takt vor, so 1, 2, 3, 4, jetzt geht's los. Ja. Es gibt aber manchmal in einigen Songs auch sogenannte Pickups, also ein Auftakt, wo ein Gitarrist oder der Sänger schon vor der 1 irgendwas zu tun hat. Und es ist ja wirklich wichtig, gerade für Groove, dass das Timing stimmt, das heißt, dass die ganze Band die Geschwindigkeit aufnehmen kann. Deswegen vereinbaren wir ab heute, wir zählen immer 2 Takte vor. 2 Takte zählen wir vor. Und jetzt muss man hier aber ein bisschen aufpassen. Müsst euch vorstellen, auch in der Band und auf der Bühne und bei Aufregung und so, merken sich das nicht immer alle Mitmusiker. Das heißt, wenn ich einfach so vorzähle, so 1, 2, 3, 4, kann es auch immer sein, dass irgendeiner von den Mitmusikern nach dem ersten Takt schon anfängt zu spielen, was ja keiner will. Wir wollen ja alle zusammen anfangen und Spaß haben. Deshalb unterscheiden wir die beiden Takte und das bedeutet, wir wollen im ersten Takt nur auf die 1 und die 3 klicken, man sagt also auf die halben, ne? So dass alle wissen, ah, das ist jetzt noch nicht der richtige Einzähltakt, sondern noch einer davor und dann geht's los. Das heißt, ich mache euch das mal vor, wie wir es ab heute machen wollen. Achtung! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Würde es jetzt losgehen. Ne? Wenn wir jetzt danach in den 8-Rock gehen, so wie wir das jetzt gerade hier machen wollen, empfehle ich meinen lieben Schülern noch, aber nur für sich selbst, im zweiten Takt vielleicht noch das Und dazwischen zu sagen, so dass man schon richtig schön in den 8-Modus fällt. Zeige euch das mal. Achtung. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So was würde das denn losgehen. Ne? Ab heute, meine Lieben, möchte ich also, dass, wenn ich euch sage, spiel mir bitte mal ein A im Rock 1, wird also eingezählt. Crash. 8 Takte A. Crash am Schluss. Kurz. Ich mache es euch vor. Achtung. 2, 2, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 3. Teil A im Rock 1. So viel für heute, mein Lieben. Bis bald, euer Matthias. Tschüss.